Endlich habe ich doch noch mal geschafft, hier in die Kellerwerkstatt zu kommen. Jetzt weiß ich auch, warum so alte Männer nie Zeit haben. Weil jeder meint, die hätten Zeit. Und Rentner und Opas, die können nun mal nicht Nein sagen. Aber jetzt bin ich wieder da und es geht weiter. Total vergessen habe ich ab und zu filmen. Deswegen, die Designerkästen kennt ihr ja noch. Ich war in der Zwischenzeit fleißig und habe die geschliffen, habe die angemalt und habe halt, damit es besser hält, hier vorne noch Holzdübel reingemacht. Und da, ich habe diesmal auf Schrauben verzichtet, weil die ganzen Schrauben, die ich habe, das sind alles keine Edelstahlschrauben. Und wenn ich Schrauben, die im Gebrauch waren von draußen, wieder ausbaue, dann sind die verrostet. Deswegen habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal ohne Schrauben. Jetzt wollt ihr aber bestimmt wissen, wofür sind die Dinger überhaupt? Ja, dazu muss ich vielleicht mal ein bisschen zurückgehen. Und vor ein paar Tagen war ich halt im Garten und da ist mir Folgendes aufgefallen. 5 Jahre Regen, Schnee, Sonne, Nebel haben doch Spuren hinterlassen. Jetzt sieht einfach nicht mehr schön aus. Oder Charlie? Was sagst du? Weg? Ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass wir uns von dieser schönen Hängebrücke verabschieden müssen. Die Lasur von dem Halter ist mehr als erneuerungsbedürftig. Die alte Beetumrandung sieht auch nicht mehr so gut aus. Der Haltedraht ist fast durch. Das genutzte Rollladenband hält zwar noch, aber nee, ich glaube, da ist Leben drin. Das muss weg. So, aber nicht nur die Kästen sind fertig geworden. Ich habe auch noch sowas hier gebaut. Die sind rund. Ich habe sowas noch gebaut. Die sind nur an einer Seite rund. Und ich habe sowas noch gemacht. Die habe ich schon. Boah, die muss ich noch. Jetzt kommt der letzte Streich, nämlich Fräsen. Die alle da fräsen. Rund. Los geht's. Fertig. Alle in Form gebracht, abgerundet. Schön. Gefällt mir. Top. Die macht ihr Geld. So, da liegen sie jetzt. Und da müssen noch überall Löcher rein.
Der Plan ist nun folgender. Das hier werden die Lager für die neue Hängebrücke. Da kommen dann diese Trittflächen drauf. Halt. So rum natürlich, damit das Ganze dann noch hält. So in etwa. Und dann kommt das Ganze an den Zaun. Und damit das dann an den Zaun noch hält, kommen diese Widerlager, die kommen dann hier reingeschraubt. Und dann ist hier zwischen der Zaun, der wird dann mit Schrauben festgeklemmt. Und ich hoffe, das hält. Doch, das hält, bin ich mir sicher. So 6 Kilo Katzen, wenn die da drauf hüpfen, sollten halten. Laut Adam Riese. Wir werden es erleben. Und das hier, das sind die Stufen von der Hängeleiter. Die sind halt ein bisschen hübsch abgerundet. Die haben hier Löcher drin und davon habe ich halt 25 Stück. Das sollte ungefähr eine Hängebrücke geben von roundabout 2 Meter. Ja. Weil das Rollladenband draußen so gammelig aussieht, will ich das nicht mehr verwenden. Stattdessen habe ich nämlich jetzt vor, hier so ein Stahlseil zu nehmen. Das soll übrigens eine Tragkraft haben von 140 Kilo. Also da könnte ich nur die Katzen drüber laufen, sondern ich auch. Und dieses Drahtseil ist 4 mm stark. Und das fädel ich dann hier in die Löcher ein. So. Und damit man einen Abstand, damit die Hängebrücke dann auch flexibel ist, habe ich solche Distanzstücke mir besorgt. Die kommen dann hier rein. So. Die nächste Trittstufe da dran. Und dann hat man auch einen Abstand. Ja, damit das Ganze dann schön wackelt. Soweit der Plan. Jo, machen wir mal. So, da wollen wir mal dafür sorgen, dass die Gästen auch am Zaun halten. Dazu kommt ja dieses Brett hier hinten an. Damit das dann nicht verrutscht. Machen wir Schraubzwinge dran. In etwa so die Mitte finden. Und dann bohren wir hier 4 Löcher rein, damit die dann mit diesen Schlossschrauben verbunden werden können. Ich spanne das deswegen fest, damit es mir nicht verrutscht. Weil gerade bohren von Hand ist nicht so meine Stärke. Aber wir probieren es. Möglichst gerade. Nicht auf Bohren stellen, sondern auf, nicht auf Schrauben, sondern auf Bohren stellen. The next one. Mach ich hier durch? Nee. Jetzt aber. So. Sollte halten. Schlossschrauben rein. Die mache ich jetzt schon rein, damit die nicht verloren gehen und ich hinterher weiß, wo sie sind.
Und es kommt das beliebte Spielchen in der Werkstatt, suchen. Auf der anderen Seite untere Scheiben, Buttern drauf. Dann geht das wahrscheinlich alles ein bisschen besser. So sieht das Ganze aus. Ja, dann kommt hier zwischen der Zaun geklemmt, angezogen und von Spannung sollte das dann halten. Hoppala, da fehlt noch eine Mutter. Aber die mache ich jetzt drauf. Ich nehme euch jetzt nicht mit bei jedem Arbeitsschritt, denn ihr wollt mir ja nicht beim Arbeiten zugucken, sondern ihr wollt ja wissen, was daraus überhaupt wird. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich hier in diesen Brettern, die kommen ja hier oben raus zum Halten, da bohre ich jetzt auch 4 Löcher rein, damit die hinterher, ach, könnt ihr gar nicht sehen. So kommen die Bretter dann hier oben drauf. Hier kommen 4 Löcher rein, damit die Katzen dann auch eine Auflage haben. Und ja, das sind insgesamt 6 Bretter, a 4 Löcher. Die bohre ich ohne Kamera.